Künstler und schreibe eigene Songs. Und das findest du bei uns eher weniger. Ja. Da findest du dann, das sind dann auch Musiker, die sind alle gut, aber die machen dann, verdienen halt Geld, indem sie halt auch viel covern oder halt dann wirklich Jobs machen quasi. Genau, also es gibt natürlich viele, sehr viele und auch sehr gute Covermusiker in Hamburg. Ja, klar. Also ich habe selber auch hier ein paar sehr gute Bands irgendwie kennengelernt. Aber die Szene ist kleiner als in, also die ist halt auf Hamburg beschränkt. Mhm. Und dann hast du Berlin, das ist nochmal eine ganz eigene Welt, was Cover- und Gala-Musik angeht. Und interessanterweise siehst du sowohl in Hamburg als auch in Berlin oft Bands aus Rhein-Neckar, die dort die großen Jobs spielen. Ja, lustig. Nicht nur, aber viele von denen, weil ja, halt, die sind gut organisiert, die machen das hauptberuflich und in Hamburg hast du halt die von denen, die dann sagen, ich will meine eigene Musik machen, aber die gibt's natürlich auch in Mannheim-Heidelberg, ist es auf jeden Fall, da gibt's viele sehr gute Musiker, die ihre eigenen Sachen machen. Ich glaube aber, dass dann das Gros der Szene dann doch aufgrund von der Logistik zu den Labels, Verlagen und Bookern dann doch irgendwie in Hamburg und Berlin sitzt. Man sieht es am Reeperbahn-Festival, das hat sich ja echt zu einer Instanz irgendwie entwickelt. Du siehst sie aus der ganzen Welt, die wichtigen Leute. Und dann kommen sie natürlich alle nach Hamburg, auch egal, wo sie wohnen. Ja, absolut. Es ist natürlich immer so eine Sache mit der Vernetzung. Wenn man jünger ist, so zwischen 20 und 30, ich bin jetzt 35, aber ich habe das schon gemerkt, zwischen 20 und 30, da bist du am Hustle, ne? Da bist du die ganze Zeit, musst du gucken, dein Standing irgendwie aufbauen und schauen, dass du irgendwie dein Ding erreichst. Und da hilft es schon, in der City zu sein, wo halt die meisten Leute sind, die das machen, was du machst. Oder du machst es halt wirklich nochmal ganz anders und machst so den ich gehe da nicht in die große Stadt und ich bleibe in Mannheim, das habe ich lange gemacht. Und habe dort auch echt ein super, super tolles Netzwerk und gute Bands irgendwie aufgebaut. Und ja, da kommen wir noch drauf zu sprechen. Auf jeden genau. Fall. Ja, ich labe. Alles gut. Ja, das ist super gut. Wir haben ein bisschen den Faden verloren, weil eigentlich waren wir noch, wie du zu 5 Sterne richtig gekommen bist. Das ist ein Podcast, Digga, da darf man den Faden verlieren. Absolut, unbedingt, ja. Das ist das Geile, wenn es einfach läuft. Du wirst es genau im Detail wissen, ne? Aber das ist natürlich so eine Sache, die einen am meisten interessiert. Ich habe extra sogar, um ein bisschen Recherche über dich reinzukriegen, das ist natürlich, finde man schon einige Sachen über dich, aber ich musste sogar, um ein paar mehr Infos zu bekommen, ein Rheinpfalz-Abo kurz für 1 Euro abschließen für den Tag, damit ich mir so 3-4 Artikel von der Rheinpfalz irgendwie sorgen kann. Und da waren auch viele Infos drin. Auch nur auch in einem Satz drin, wie du quasi, lange Geschichte kurz erzählt, wie du quasi zu 5 Sterne gekommen bist. Und dann genau das interessiert mich natürlich mega. Ja, die Story ging dann im Endeffekt so weiter. Wir hatten dann diese Bo-Show im Turmzimmer, übel, und dann Tobi kennengelernt und hat sich auch gut verstanden. Und dann kam Bo irgendwann, hey, willst du nicht mal bei uns im Studio vorbeischauen? Und weil sie auch gerade am Schreiben waren für das Album Flash, das war ja ihr Comeback-Album 2017. Und dann habe ich natürlich sofort Ja gesagt. Selbstverständlich. Okay, ich darf mit Bo arbeiten und jetzt auch noch mit 5 Sternen. Das ist schon, war für mich als Fan natürlich ein Riesending. Und dann hat man da im Studio aber auch einen guten Vibe gehabt und sie haben meine Ideen, fanden sie super, haben darauf rumgeflasht und haben auch einige Sachen, die ich da spontan in 2-3 Studio-Sessions irgendwie mit denen eingesungen habe, auch für das Album damals verwendet. Und und dann ging es darum, sie wollten eine Tour machen und dann haben wir schon, also es ging noch nicht um die Tour, Entschuldigung, es ging erstmal so ein paar kleinere Shows, die schon ziemlich groß waren. Holsten Brauereifest, das war die erste Show, die ich mit ihnen gespielt habe in Hamburg, in der Holsten Brauerei, da waren direkt irgendwie 4000 Leute und war der Wahnsinn. Und ich musste mich nicht verstellen. Also ich habe natürlich darauf geachtet, dass ich jetzt nicht irgendwie die ganze Zeit da reinrapper. Ich konnte natürlich noch nicht die Texte von allen Sachen, aber ich habe irgendwie von den wichtigen Sachen konnte ich ein bisschen Backing machen, ich konnte Beatbox machen sie hatten einen guten Vibe mit mir auf der Bühne und Kuhlmann hat mich auch sehr sehr nett unter seine Fittiche genommen, hat dann gesagt, hier, also wenn die da vorne stehen, dann geh da mit vor. Und
damit es wie eine Einheit aussieht und so. Also hat richtig so das von hinten beobachtet als DJ und geil. Und da auch richtig. Man darf nicht vergessen, das sind alles gute Musiker. Ne? Also sind wirklich, das vergisst man manchmal bei den Rappern, bei uns Rappern, ja. Dass wir ja auch Musik machen und nicht alle jetzt nur der klassische Rapper, der nur rappt. Viele von uns haben ja auch doch irgendwie musikalischen Background oder haben sich den erarbeitet über die lange Auseinandersetzung mit Musik einfach. Ich will nicht sagen, dass alle Rapper wissen, was Musik ist. Aber ich glaube, war früher vielleicht noch ein bisschen schwieriger, weil man natürlich ein bisschen schwerer noch in Platten kam oder die auch Geld gekostet haben. Jetzt, ich glaube, sowieso, es wird ja immer einfacher, alles zu hören. Ja, jetzt ist es aber natürlich auch einfacher, irgendwie das Ganze zu ignorieren und einfach nur zu flexen. Das stimmt natürlich. Geht auch. Aber es hat alles seine Legitimierung. Absolut. Also ich habe da Legitimation? Legitimizing. Es klingt auf jeden Fall sehr klug. Und für die Uhrzeit und den wenigen Schlaf ist es mehr als... Ja, ja, man könnte meinen, ich bin verkatert. Ja, eindeutig, ich auch. Stille. Passt das sehr gut. Ja, ach Gott, ich laber wieder so schlau. Nee, mega, mega. Ja, krass, und dann ging es dann mega auf Tour. Also Irgendwann die Anfrage eben mit mir, mit denen auf Tour zu gehen. Und das war, ja, das war die coolste musikalische Erfahrung, die ich bisher gemacht habe. Und es war super entspannt. Natürlich auch aufregend. Wir hatten einen Nightliner, wir hatten große Hallen, volle Hallen. Unglaublich, wie erfolgreich die Tour war. Also ich bin ja auch 5-Sterne-Fan und auch damit aufgewachsen so. War komplett ausverkauft. Aber also ich hätte nicht gedacht, dass nur so viele Leute am Start sind. Also das war Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, ja. Also die 2017er, 2018er Tour war der Obershit. Wahnsinn. Die 2019er, Ende 2018 gab es noch eine Tour, war auch gut, die war ein bisschen kleiner angesetzt, deswegen war das alles auch echt, es war super, aber halt ein bisschen kleiner, aber die 2017-Tour, das war wirklich, da hast du gemerkt, da wollten alle wollten sehen, was da jetzt passiert und haben dann die alten Fans, zu denen ich mich bis heute zähle, habe ich ja gesagt, ne, haben dann ihre Kids mitgebracht und mal da Klassentreffen und ich weiß noch, als wir in Wiesbaden gespielt haben, waren meine ganzen Landauer Leute da, ich natürlich alles schön auf die Gästeliste geballert, das macht auch so Spaß bei 5 Sterne, weil die Band weiß, was sie ihrem Netzwerk und ihren Freunden verdankt und die werden dann auch schön eingeladen auf die Listen, weil ja, eine Hand wäscht die andere so und das macht total Spaß dann zu sehen, die kommen, alle sind happy, werden versorgt und alle anderen, die zahlen, haben auch mega Bock. Also, weißt du, ist jetzt nicht so, dass es eine Gästeliste-Veranstaltung ist. Ich meine nur, bei manchen Bands ist einfach nicht die Möglichkeit da, so viele Leute einzuladen. Und eigentlich sind sie bei 5 Sterne auch nicht da. Man zahlt ja immer drauf. Jede Karte, die nicht verkauft ist, geht von einem selber ab. Aber es ist irgendwie so ein familiärer Vibe dadurch. Und ich sehe das auch bei anderen Hamburger Bands und auch ein paar Berliner Bands, die wirklich darauf achten, dass ihre Freunde und ihre Business-Kollegen sowieso, aber halt auch wirklich Family, Verwandte, Freunde und der Onkel vom Cousin noch. Weißt du, so, dass die alle mit drauf dürfen, weil dann entstehen einfach auch schöne Momente und man hat irgendwie einen guten Vibe. Und so war die ganze Tour, hatte ich das Gefühl. Es gab natürlich immer wieder so die klassischen technische Probleme mal da oder hier mal irgendwo ist was nicht in Ordnung. Ja, aber ich glaube, gerade die Band ist doch dann eher noch ein Feature. Also ich glaube, ich freue mich immer als Fan, wenn irgendwas schiefläuft auf der Bühne und wie die Leute dann damit umgehen. Alter, das sind ja meistens die Klassiker eigentlich. Dann der Hurricane Festival dieses Jahr war der Obershit. Auf dem Software habe ich euch gesehen, aber Hurricane ging alles schief erst. Ja, jein. Also es ging, am Ende lief alles gut. Wir hatten ja Hurricane Southside, hatten wir keinen. Wir hatten nicht mal einen Backdrop. Wir hatten gar nichts. Wir hatten original nur schwarzes Molton vor dem DJ-Pult. Das war unsere Lightshow. Stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du sagst. Ist dir nicht aufgefallen, ne? Geil. Weil wir am Tag gespielt haben, wo es eh wurscht ist. Aber es war viel los. Und zumindest von unten sah es sehr voll aus. Southside war schon gut, aber Hurricane war dann abartig. Da war dann wirklich, wir haben ja da um 15 Uhr gespielt, aus logistischen Gründen, weil wir am selben Abend noch in Graz gespielt haben. Heiliger. Das war völlig schon so Malle-Star-mäßig, so drei Auftritte. Wahnsinnig. Ja, das habe ich auch so noch nicht gemacht. Also das waren ja wirklich gute 1500 Kilometer an einem Tag. Also wir sind geflogen natürlich. Ja.
Sorry, heute ist Fridays for Future. Ist das so geil? Draußen demonstrieren gerade 30.000 Leute für Klimawandel und ja, ich machen hier gemütlich Podcasts. Wenn wir hier fertig sind, dann gehen wir da noch hin. Auf jeden Fall. Wir machen noch ein Stündchen und dann laufen wir da vorbei. Spielen auch ein paar geile Bands. Ich weiß, Mia spielen. Ich glaube, Milliarden. Bosse und so. Auch. Bosse spielt, ja. Wir hatten technische Probleme, weil wir hatten ein ätzendes Brummen, Grundbrummen irgendwie, was nicht geerdet. Und beziehungsweise manchmal haben wir Lichtbrummen, weil natürlich die DJ-Mixer mit den Phono-Eingängen ziemlich empfindlich sind, ja, klar. Was Spannungen angeht. Und das war nicht entkoppelt, weil viele Techniker, und ich meine jetzt nicht unsere Techniker, ich meine generell auf Festivals vergessen, dass halt irgendwie manches nicht an der gleichen Phase stecken sollte. Da kannst du auch, krass, da kannst du auch aufs Hurricane gehen. Also, wow. Nee, also ich will hier niemandem irgendwas in die Schuhe schieben, weil wir hatten den geilsten Move. Bo hat einfach so geil improvisiert. Es kam eine Gewinnspielreisegruppe. Die haben eine Backstage-Tour durchs Hurricane Festival gewonnen, über ein Radio oder irgendwie sowas. Ach, das war wirklich so, okay. Das war wirklich so, jetzt pass auf. Die stehen hinter der Bühne, irgendwie so 20, so ein kleiner Reisebus voller Touris, die nichts auf dem Hurricane Festival zu suchen haben. Wirklich so, also hat wirklich der Anglerhut gefehlt. So. Das war wirklich geil. Und die standen dann da so, durften sich das hinter der Bühne angucken. Und Bo sieht diese Gruppe, wir haben technische Probleme und müssten eigentlich schon spielen seit 2 Minuten, können aber nicht. Und er so, ah, komm, komm doch mal mit auf die Bühne. Und bringt die Touri-Gruppe auf die Bühne rauf und zeigt ihnen so, ja, hier ist das DJ-Pult und das ist der Monitormann und das ist Publikum. Richtig geil. Das war so geil. Und die Leute unten, ich hatte auch Freunde unten, sehen dann diese Touri-Gruppe, wie die original Fotos machen vom Publikum und so. Dann hat Bo so, ja komm, geh nach vorne, mach doch ruhig ein paar Fotos. Und die eine Mutti hat sich nicht so getraut, aber ihre Tochter hat sich dann so hingestellt und so Instagram-mäßig posiert vor den Leuten und hat so geile, so Schönheitsfotos gemacht. Und die Leute unten dachten, das war Teil der Show. Die Show geht jetzt los. Jawohl, da kommt eine Touri-Gruppe, das muss 5 Sterne sein. aber eine geile Idee als Show-Einlage eigentlich. Ja. Es war eine der geilsten Shows, die wir je gespielt haben. Unfassbar. Wir hatten keine Lichtshow, kein Backdrop, nichts. Also das einzige aber eine Backdrop. Reisegruppe, hey, hallo. Aber eine Reisegruppe, Digga, wer hat das? Bezahl dir erstmal, wenn du die Option nimmst. Ja, und wo ich sehr neidisch drauf bin natürlich, du warst mit den 5 Sternen bei Böhmermann zu Gast. Also ich bin ein riesen Böhmermann-Fan, gucke mir immer jede Sendung und guck da rein so, Alter, das ist doch fucking Nummer Louis. Alter, was ist hier los? Jetzt hat er es wirklich geschafft. Ja, ich weiß nicht, das mit diesem Schaffen oder so. Ich krieg tatsächlich öfters gehört, hey, bei dir geht's doch ab, bei dir geht's doch ab. Hey, bei dir geht's doch voll ab. Und ich so, jein, also im Vergleich zu vor 10 Jahren geht's bei mir voll ab. Ja okay. Ne? Und aber es ist natürlich immer, wo sieht man sich selber, wo will man hin? Und Böhmermann ist schon auch so ein krasses Ding. Also da, was soll ich sagen? Ich meine, der ist der größte deutsche Entertainer im Moment und auch der ist auch relevant, zeitrelevant. Der ist genauso relevant wie damals Harald Schmidt zu seiner Zeit, der auch wirklich, wo alle geguckt haben, was erzählt er, was sagt er. Und bei Böhmermann ist das genauso. Also und der hat natürlich nochmal einen ganz anderen Einfluss, weil er noch viel mehr Medien bedient durch seine Musik. Er schafft es halt irgendwie aus diesem Spartensender irgendwie oft rauszukommen und so. Und dann, jeder kennt den Namen ja mittlerweile. Ja klar. Nee, der ist schon krass. Der ist eine wichtige... Ja, er macht auch so einen geilen Crossover zwischen Late-Night-Comedy, Kabarett und einfach politischen Aktionen. Und das ist natürlich, das ist so eine Melange aus coolen Dingen, die es so, glaube ich, in der Größenordnung noch nicht gab. Also es gab natürlich immer Leute, die sich politisch engagiert haben und die auch mal Aktionen gestartet haben, aber niemals diese mediale Macht im Hintergrund hatten. Ja. Mit einfach öffentlich-rechtlich und riesen Internet-Plattformen. Also ist schon bewundernswert. Und dann ist er einfach auch ein saunetter Dude. Also ist wirklich so, da war ich dann auch, man fühlt sich da wohl bei dem im Studio, im Team, die sind alle sehr, sehr nett. Und also man hat manchmal so das Gefühl, ich habe schon viel Fernsehen gemacht und fürs Fernsehen auch gearbeitet und bei Sendern gearbeitet und das war definitiv besser dort bei Böhmermann. Es war netter. Besser als bei Bernd das Brot? Bernd das Brot war geil. Bernd das Brot war geil, das waren auch nette Leute. Nee, ich meine eher so die Privatsender und so. Da habe ich
hey, man wird da, als wenn du da als Künstler kommst und als Gast, dann bist du immer gut. Ach geil, du warst jetzt wirklich 15 Minuten bei YouTube und hast die Folge angehört. Die ganze Folge gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Einfach bei Spotify, iTunes, egal wo du hören willst, einfach nach Hey Du Podcast suchen. Oder einfach direkt auf die Webseite gehen, heydu-podcast.de. Da gibt's alle Infos, alle Folgen, alle Backstage-Hintergründe von den Leuten, mit denen ich spreche. Außerdem wäre es mir eine Ehre, wenn du mir bei Instagram folgst, einen Kommentar da lässt, dich irgendwie meldest und den Podcast natürlich abonnierst, denn es ist nicht nur diese Folge online, sondern ganz, 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 ganz viele tolle, verrückte Menschen, mit denen ich spreche. Ich hoffe, es gefällt dir und wir hören uns bald. Bis denne.